Hallo, ich bin's wieder, eure Iris. Heute ist Mittwoch und heute unter der Woche erscheint ein Video von mir. Ja, das liegt daran, weil wir uns in der Weihnachtszeit befinden. In der wunderschönen Weihnachtszeit. Entschuldigt bitte, ich bin total erkältet, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Mir ging's schon ein bisschen schlechter, aber meine Stimme ist heute jetzt nicht die allerschönste. Um diese Kugeln zu basteln, braucht ihr nicht viel. Ziemlich günstig und ziemlich easy es zu machen, auch mit Kindern. Aber ihr müsst zwei verschiedene Dinge beachten. Dann funktioniert es. Ich habe ungefähr 10 Minuten dafür gebraucht. Mit den Kindern, wenn ihr ein bisschen vielleicht hilft, in einer Viertelstunde. Kommt natürlich auf das Alter und wie das Kind es dann auch braucht. Das eine ist, ihr braucht einen doppelseitigen Kleberoller. Wenn ihr das noch nicht mal gesehen habt, das ist eigentlich ein ganz normaler Tesafilm. Mittlerweile gibt es auch so unglaublich viel davon in verschiedenen Farben und Formen. Ich habe ein älteres Modell, funktioniert einwandfrei. Ich kaufe mir doppelseitige Kleberroller nach, funktioniert. Wer sagt, oh Gott, deswegen bekomme ich das jetzt her? Schaut bei mir unten auf meinen Amazon-Shop. Dort verlinke ich euch. Und da könnt ihr es auch dann bestellen. Innerhalb von 2-3 Tagen sind sie da. Jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Nachbasteln, eure Iris. Für diese Kugeln habe ich ganz normale Kaffeefilter verwendet und ihr braucht im Schnitt zwischen 12 bis 16 Kaffeefilter davon. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will jetzt nicht so viele machen, ist es eigentlich euch auch frei überlassen, wie viel ihr verwenden möchtet. Desto mehr ihr benutzt, desto schöner und enger ist dann auch die Faltung. Jetzt kommen wir auch zu dem nächsten Schritt schon, nachdem ihr es ausgeschnitten habt. Und zwar faltet ihr es einmal in der Mitte und nehmt das doppelseitige Klebeband und klebt es in der Mitte zusammen. Hier müsst ihr vielleicht, wenn ihr es mit kleinen Kindern macht, ein bisschen aufpassen, weil die Kaffeefilter kleben auch immer gerne dann aneinander. Aber für die Kinder ist es wundervoll, es dann Kante zu Kante zu falten. Hier zeige ich euch jetzt ganz kurz, warum ich euch ein doppelseitiges Klebeband verwende. Ich habe eine Kugel gemacht und habe einen ganz normalen Kleber verwendet und man sieht dann leider die Klebespuren. Auch wenn es trocken ist, sieht man es durch und er schaut einfach nicht ordentlich aus. Achtet auch bitte darauf, dass ihr ziemlich in der Mitte, ziemlich gleich immer das Klebestreichen anbringt und auch in der richtigen Länge. Jetzt bringt ihr einen Klebestreifen hier an und unten und klebt den anderen Halbmond ziemlich bündig darauf. Drückt es auch ab und zu mal fest, damit auch eine richtig gute Spannung entsteht. Am Ende bringe ich auch oben und unten das doppelseitige Klebeband ein. Zu empfehlen ist, auch in der Mitte, wie ihr jetzt hier gerade seht, ein doppelseitiges Klebeband einzukleben. Nicht mit Kindern machen, das sollen wirklich Erwachsene das in der Mitte einlegen. Es klebt ja auch doppelseitig und es ist auch ein bisschen knifflig. Legt, wenn ihr das mit Kindern macht, einfach eine ganz normale Schnur rein, gibt es den Kindern wieder in die Hand und die sollen dann von unten nach oben es hochdrehen, damit die auch dann sofort dieses Erfolgserlebnis haben. Ich habe jetzt hier noch eine Holzkugel verwendet. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil es auch ziemlich bündig ist. Und wie ihr jetzt hier auch ganz oben seht, habe ich auch ein Geschenkband eingelegt. Ich finde es zwar wunderschön, aber mit Kindern empfehle ich das nicht.
Jetzt ist eure Christbaumkugel auch schon fertig. Hier zeige ich euch auch noch schnell eine andere Variante. Sie funktioniert genauso mit dem Kleben, wie die ich euch jetzt halt auch gezeigt habe. Noch ein kleiner Tipp. Hier oben rechts seht ihr jetzt, dass ich einen ganz normalen Kleber genommen habe, diese Christbaumkugeln, die Ränder mit Kleber bestrichen habe und in Glitter eingetaucht habe. Das empfehle ich euch auch nicht mit Kindern. Das ist ein bisschen schwierig. Es wirkt gleich ein bisschen barzig und lasst es einfach so, wie es ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Macht es gut, eure Iris. Ich würde mich freuen, wieder von ein Abo von euch zu bekommen, die mich noch nicht abonniert haben. Vielen Dank. Bleibt gesund. Eure Iris.